Haben die ihn jetzt auf einmal? Ja, die Community spinnt von beiden Seiten nur rum. Ja, sowas kenne ich. Es ist ja nicht schlimm. Also Leute, entspannt euch, bleibt ganz ruhig, schreibt bei ihm einfach nichts und Todeskurve verblocken, zwei Fahrzeuge. Wow, es backt alles! Alter! Ja, ich war gerade im Fahrzeug drin. Fahrt vorsichtiger, Leute. Todeskurve hat Straßensperre, ne? Todeskurve ist eine Straßensperre, Todeskurve ist eine Straßensperre. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir müssen, können wir eine alternative Route fahren, zufällig? Ja, rechts. Achtung, rechts, Achtung. Okay. Hinter euch, hinter euch. Hinter uns, pass auf, hinter uns. Da wird geschossen. Weiterfahren. Hier rechts, wir biegen rechts ab. Wir biegen hier rechts ab. Lass uns hier rechts abbiegen. Komm, einfach hier rechts abbiegen. YOLO. Wo fährst du denn? Du drehst dich im Kreis, Alter. Du ja, ich einfach versuch wieder hinten anzuschließen. Rechts mit euch. Ich sollte rechts runter. Alter, warum fährst du alle Zäune platt? Bist du irgendwie besoffen? So, nein. Einfach rechts die Straße. Die Straße einfach langfahren. Irgendwie die Straße langfahren. Dann nein, rechts querfeld ein. Die Straße ist eine Sackgasse. Ja, oder dann... ja, ich hab schon... Ein Reifen von mir ist kaputt gerade. Ja, fahr weiter. Du schaffst das. Du sollst nicht die Straße. Fahr rechts. Ruhe, Leute. Mach ruhig. Ganz ruhig. Nicht so... Das ist aber doch keine Straße. Das ist ein Weg. Wo ist das? Wo ist das HMG? Kann man es mal zurückfeuern, bitte? Ich habe keinen Schützen im Moment. Oh, bei mir leckt es gerade. Auf der linken Seite sind auch noch Schützen versteckt. Oh, die haben das sehr gut geplant. Versuch weiter rechts über den Berg zu fahren. Die haben das sehr gut geplant. Genau, fahr ganz weit rechts. Ja, hier unten werden wir Schützen. Wir fahren links vom Fahrzeug, damit wir die Schüsse abfangen. Fahr links neben dem Fahrzeug einfach her. Du musst umdrehen. Von hinten kommt ein Strider. Von hinten kommt noch ein Strider. Wenn du musst umdrehen. Ich komme nicht sehr weit, also ich versuch weiter rechts den Berg. Sehr schön. Keine Sorge, niemand der beiden hat etwas gesagt. Sie meinen selber, dass sie nicht glauben, dass ihr das tun wollt. Fahr weiter. Noch stehen wir nicht. Fahr weiter. Ja, ich fahr noch meine 4 km/h. Ja, schnell. Leute. Das waren jetzt auf einmal die Leute aus dem Rennen. Also nicht umfahren, nicht die Leute umfahren, das ist ganz wichtig. Fahr weg, hau ab, dass wir noch wegkommen. Ja, ich geb schon Vollgas, ich hab nur 4 km/h. Okay. Kann das Heavy MG irgendwie die Fahrzeuge... Boah, ist ja okay, Alter, übelst. Ja, wir haben gerade einen Schützen im MG. Okay. Kann doch mal bitte... So, schieß einfach die Fahrzeuge vom Gegner, also nicht auf die Leute schießen. Der kaputt gemacht werden, der direkt hinter uns steht, warum er HMG-Schütze ist. Der HMG-Schütze hat er überhaupt schon Schuss abgefeuert? Nee. Hallo Leute, ich hab's euch ja schon dreimal gesagt, ich bin rausgeflogen. Oh, bist du unfähig. Wir haben gerade einen neuen Schützen im HMG drinnen. Ja, dann schieß bitte mal wer. Ich komm nicht weiter. Aber nicht auf die Menschen schießen, bitte. Das wäre ganz freundlich. Weil die sollen ja nur das Fahrzeug erobern. Ich hoffe auch, dass die Menschen nicht auf uns schießen. Da befindet sich irgendwo eine 50-Kal-Sniper. Ja, der sitzt auf diesen braunen Dings oben. Ich glaube, wir kommen nicht mehr weiter, oder? Ja doch, wir können jetzt versuchen, hier hinter den Häusern ein bisschen zu reparieren. Scheiße, wir liegen auf dem Rücken. Ja, aber ich rede jetzt ja von... Wir müssen ja einen Transport beschädigen. Wenn der jetzt alleine ist und nicht mehr weiterkommt, dann ist vorbei. AMG liegt auf dem Rücken. Wir können jetzt versuchen, warte, ich geh Risiko. Ich geh steig aus und versuch zu flippen. Zu verteidigen? Nein, aber nicht schießen. Nicht schießen, Herr Polizist. Nicht schießen? Nein, du sollst nicht schießen. Ich komm nicht irgendwie weiter. Es wird hier nicht geschossen. Es geht hier nur um das Fahrzeug. Es geht hier nicht um eine Schießerei. In den Hunter rein, los. Pass auf, gib mir Deckung, damit ich ihn hier reparieren kann. Weil die sollen ja nur unsere Fahrzeuge zerschießen. So. Alter, da schießt die ganze Zeit einer auf uns. So. Mit dem MG, da kann ich nicht viel machen, weil ich nicht drauf bin. So, auf der MHMG-Schütze ist. Schieß mal da hinten in die Todeskurve. Mentor, rein. Die sagen in deinem Namen, dass du gesagt hast, wir sollen ihm. Ach, das ist doch Quatsch, Leute. Lasst euch doch nicht auf diesen Kinderkram ein. Ich glaube, der Mafuyo weiß selbst, dass wir beide erwachsen sind und dass wir so einen Scheiß nicht machen. Felix? So affig. Vorsicht, weitere Schützen bei den Hausruinen. Also, Leute, geht auf diesen ganzen Scheiß, der da jetzt geschrieben wird, gar nicht ein. Das sind irgendwelche Hater von mir, die meinen, sie müssten jetzt im Namen von mir schlecht reden, damit der. Ja. Schlecht machen können, aber der Mafuyo ist ein schlauer Kerl, der weiß sofort, dass ich sowas nicht machen würde. Hui, was war das? Bei Mafuyo dreht sich gerade auch alles um dich, Mentor. Ja? Da gehst du komplett in Diskussion im Chat gerade, ja. Warum, Alter? Was ergibt das für ein Sinn? Also unser Strider ist übrigens wieder einsatzfähig, ich hab den gerade repariert bekommen. Also an alle treuen Zuschauer von Mafuyo, die jetzt gerade hier live dabei sind, nur um mal zu hören, was hier abgeht. Ich habe nicht überfahren! Bist du verrückt? Oh, den hab ich nicht gesehen, aber. Alter, guck doch mal auf die Straße! Der war direkt hinter diesem Busch, Entschuldigung. Ich hab den 30.000 Mal gesehen und du überfährst ihn einfach, ey. Unglaublich. Ich hab ihn echt nicht gesehen. Ach, Mentor, die haben mich auch mit dem Fahrzeug in die Luft gejagt, also. Echt? Leute, die haben ihre eigenen Preise in die Luft gejagt? Okay, anscheinend. Nein. Achso. Okay, Leute, wir ziehen uns zurück, wir haben das Fahrzeug verloren, wir überlassen das Fahrzeug jetzt den Gegnern. Ich hab noch ein Auto.
Nein, wir ziehen uns jetzt zurück. Wir ziehen uns jetzt zurück. Wir können das nicht mehr halten. Ist egal. Die haben die Straße gesperrt. Wir sind jetzt hier nicht mehr. Manövrierfähig. Der Helikopter muss in Angriffsflug gehen. So, jetzt nochmal an den netten Herrn. Ich mach mal ganz kurz, müde mich mal eben. So, an den netten Herrn von. Oh, jetzt rede ich hier im ganzen Chat. Felix, lass mich fahren. An den netten Herrn von. Also an die ganzen treuen Zuschauer von Mafuri, die jetzt hier noch im Chat sind und jetzt hier diskutieren. Folgende Nachricht, also an alle treuen Zuschauer. Ich habe nichts erwähnt, ich würde niemals Mafuyo beleidigen, warum auch. Ich habe mit Currywurst mich sehr gut verstanden, mit ihm viel aufgenommen. Currywurst hat nur Positives von ihm erzählt. Ich hätte gar keinen Grund der Welt, ihn zu beleidigen. Egal, was Leute jetzt bei euch im Chat geschrieben haben, es stimmt nicht, weil es keinen Sinn ergibt. Das waren Hater von mir, die mir eins reinwürgen wollen. Ganz einfach. Schöne Grüße an Mafuyo. Gerne einen guten Rutsch ins neue Jahr könnt ihr ihm ausrichten von mir, das könnt ihr gerne machen, also an alle Zuschauer jetzt von Mafuyo und ihm gerne diese Nachricht schreiben, dass nichts von mir kam, also an alle treuen Zuschauer von Mafuyo, warum sollte ich das tun, es ergibt keinen Sinn. So, nur dass ihr das jetzt mal Bescheid wisst und dass wir das Thema damit jetzt abschließen und ihr jetzt hier aufhören könnt. So, alles okay, Mafuyo ist kein mehr böse, warum sollte er das auch sein? Wir haben ja auch gar keinen Stress. Was soll das hier eigentlich? Wer hat damit angefangen? Wer kommt auf solche bescheuerten Ideen, Alter? Wir sind alles YouTuber, weißt du? Warum sollten wir uns gegenseitig beleidigen wollen? Denk doch mal darüber nach. Warum sollte ich Leute zu Mafuyo schicken und ihn beleidigen wollen? Jetzt mal ganz ernsthaft, denk doch mal einfach ganz geistig drüber nach, was das für einen Sinn ergibt. Also, gar keinen. So, also schöne Grüße an ihn. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen neuen Rutsch ins neue Jahr und hoffe, dass er noch sehr viel Spaß beim Stream hat. Und damit beende ich das Thema jetzt. Also, ja, genau. So. Gut. Bin wieder da. Ich habe noch kurz eine kleine Ansage. Ah, mich wurde gerade überfahren. Ja, Leute, können wir uns jetzt mal langsam zurückziehen hier? Wir haben die Ladung verloren eigentlich. Nein, wir haben sie noch nicht verloren. Ich hole sie. Ihr seht schon, dass wir von Rebellen umzingelt sind, Leute. Ja, eben. Lasst ihr jetzt bitte die Ladung. Die haben die Ladung jetzt erobert, wir ziehen uns zurück. Das war der Polizeipräsident sagt zurück, dann zieht er Scheiß zurück, Mann. Punkt, ja. Ausschluss. Ganz einfach. Wir müssen dir jetzt auch mal den Sieg lassen. Oh, Arnold, komm, steig ein. Was bringt denn das jetzt hier? Arnold, komm, da kommt einer auf dich zu. Wir haben die Ladung jetzt gewonnen und das, was da drin ist. Ja. Ist da überhaupt was drin, ja, ne? Nein. Lol, warum nicht? Ja, weil wir so oft explodiert sind, deswegen. Ach so. Alter, meine Reifen zum Arsch. Ja, jedenfalls haben wir weiter geschafft. Ja, aber naja. Wollen wir denen denn trotzdem was geben? Ja. Am Ende des Streams. Soll ich melden? Du kannst können ja die Namen merken, verkaufen. Die hier sind. Du kannst ja gleich eine Server-Admin-Nachricht schreiben. Das Event ist beendet, die Rebellen haben gewonnen, das Fahrzeug wurde erobert und die Polizei zieht sich jetzt zurück. Ab jetzt ist dieses Roleplay beendet und alle verhalten sich wieder normal. Das kannst du jetzt gleich schreiben. Ich bin nur gerade noch tot, aber sonst machen wir's gleich. Ah ja, übrigens noch viele Grüße an den Torin Schwarze, den ich aus Versehen über. Und der Rest zieht sich bitte zurück, Dankeschön. So. Ich schieße noch für dich. Was wollt ihr mit Mafuyo? Ich merke, es kommen immer noch Zuschauer, die hier nicht wissen, was los ist. Ich erkläre das nochmal. Ich habe nichts gegen Mafuyo gesagt. Ich habe niemanden rübergeschickt, der ihn irgendwie beleidigen soll oder sonstige Geschichten. Warum sollte ich das tun? So. Passt mal auf, ich gehe jetzt da runter. Und, Mafuyo hat gesagt, ihr seid alle behindert. Da hat er sogar auch recht, weil die Leute, die sich so behindert verhalten, sind alle behindert. Da hat er auch völlig recht. Und, wenn er das sagt, dann meint er das, einfach aus Spaß. Mafuyo sollte mal rüberkommen. Der soll einfach seinen Stream weitermachen und sich gar nicht auf den Scheiß hier einlassen. So, das macht er auch zum Glück nicht. So. Oh, die hatten Nagelbänder. Musste ich leider gerade feststellen. Die haben vielleicht einen Hunter HMG, weil die mit Reifen zerschossen. Die jetzt kommen abbauen. Weg. Ach, ich komm nicht weg. Toll geschrieben. Du hättest auch schreiben können, dass die Rebellen gewonnen haben. Das wäre netter gewesen. Ich bin jetzt alleine hier. Es schreibt nur, Event ist vorbei, Polizei zieht sich zurück. Liebe Polizisten. Mentor, du hast vorhin Ingame gesprochen, das habe ich extra gemacht, damit ich mich auf dem Teamspeak-Server mute. Und damit ich dich noch höre. So. Gut. Kevin 2027 lügt im Mafuyos Chat und zwar, dass Mentor angeblich Mafuyo belangt. Alter, was ist denn los bei euch? Die mögen nicht alle. Schmeckt das schon. Was? Mentor ist schon ein Haternamen. Okay. Wer ist denn da jetzt? Noch. Okay. Irgendwer hat doch etwas gesagt hier. Ich? Ja, dann wiederhol das nochmal, ich hab's nicht verstanden. Ja, versuch mal irgendwas reinzublenden in der Livestream, dass du mit Mafuyo nichts zu tun hast. Ja,
Alter, wo, nee. Wo soll ich das einblenden? Das ist gut, ich hab schon den ersten Namen, wenn ich hier im Chat sehe, dann wissen wir, dass das irgend so ein Idiot ist. Ist gut, ich hab den ersten Namen gerade bei dem im Chat gesehen, wer hier meint, Scheiße zu erzählen. 10.27.27, ich hab's mir aufgeschrieben, wie das. Okay. Ja, der Mafuyo soll den einfach mal bannen, dann ist die Geschichte gegessen, weil das ist einfach totaler Quatsch, was hier gerade passiert. Ja. Totaler Mega-Quatsch. Großer Mega-Quatsch. Alle labern, so, Mafuyo redet darüber gar nicht mehr. Ja, das war mir auch klar, weil der will ja auch streamen. Du fährst auch andauernd irgendwo vor, kann das sein? Ja, ich hab auch... Ich bin mal kurz weg, falls ihr was so braucht, ich bin gleich wieder da. Danke, liebe Polizisten, dass ich mich so schön ausrüsten kann hier im HQ. Da lagen ein paar Waffen rum, ne? Ein paar ist gut. Ja, dann lad doch die Rebellen in unser Links ein, dann können sie da die Waffen einsammeln oder was. So. Ja, Problem ist, sie würden dann mit 20 kommen und da liegen keine 20 Waffen, sondern. So, Leute, ganz ehrlich, mit eurer Hetze verderbt ihr Mentor Stream. Warum? Das ist doch keine Hetze. Die Leute waren jetzt hier, haben sich beschwert, ich habe gesagt, ich habe nichts gesagt und damit ist alles gut. Das war doch keine Hetze. Also, ich wiederhole es jetzt noch ein letztes Mal für alle Mafuyu-Leute, die gerade hier diesen Stream eingeschaltet haben, weil sie wissen wollen, ob ich Mafuyu beleidige oder meinen Leuten sage, sie sollen Mafuyu beleidigen. Das ist totaler Schwachsinn. Ich würde das nicht tun. Ich kenne ihn gar nicht. Nur von Currywurst, weil der mir mal zwischendurch was von ihm erzählt hat. Und Currywurst ist ein netter Kerl. Ich habe nichts gegen ihn. Ich habe nichts gegen Mafuyu. Ich habe gegen diese Leute gar nichts. Schöne Grüße an ihn. Und, ich wünsche den beiden einen guten Rutsch ins neue Jahr und mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun, das sind irgendwelche Hater von mir. Und nur, dass ich das nochmal kurz erkläre. Dankeschön und bis dahin. So, bin wieder da. So. Gut. Mentor, spiele doch mal mit Dennis Eldest live. Wenn er Bock drauf hat, natürlich gerne. Also der Kevin hat mir schon ein bisschen was von ihm erzählt, also der Currywurst. Wenn der mal früher Bock hat, dann spiele ich natürlich gerne auch mal mit. Also ich bin Cisco. Wenn er mich einlädt oder Lust darauf hat, kein Problem. Ich bin gerne dabei. Also solche unfähigen Leute, die da mal wieder Scheiße zu erzählen, dann könnte ich einen Anfall kriegen, ey. Rosa, dann ist jetzt Kevin oder Seven, wie er heißt, hier im Chat. Ja. Weil dann ist er hau ich ihn direkt weg. So, das kann man nicht gebrauchen, allerletzte. Ich rechtfertige mich ja nicht vor euch, sondern ich rechtfertige mich vor den Zuschauern von Mafuyu. Weil das kann sehr schnell böse enden, wenn irgendwas hier behauptet wird und dann sowas die Runde macht. Das ist nicht so gut. Dementsprechend muss ich das natürlich hier trotzdem erwähnen. Das wird wohl jeder von euch verstehen, denke ich mal. So. Also ich hab den Chat von ihm offen, wenn irgendwas ist, sehe ich es ja direkt. Nur weil er mehr Abos hat. Hä? Was hier Leute für komische Kommentare schreiben manchmal. Da waren keine Hater, es wurde nur gesagt, dass du gesagt hast, dass deine Zuschauer ihnen was in den Chat schreiben sollten. Und das fanden Dennis und Curry und die anderen nicht so toll. Hä? Ich hab nur gesagt, dass wir Ralf zu spammen und dann habt ihr gesagt, ja, ob wir das auch bei Curry und bei Mafuyu machen, habe ich gesagt, da lieber nicht. Mehr habe ich gar nicht gesagt. Das stimmt allerdings. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber hat Mafuyu gerade irgendwas über dich gesagt, ich hab den Film gerade angemacht und irgendwie. Keine Ahnung, muss die Leute in deinem Chat fragen, die wissen das bestimmt. Warum heißt du eigentlich der Mentor? Was? Warum heißt ich eigentlich der Mentor? Weil ich mich so genannt habe, weil ich den Namen cool finde. Gut, dann hat die Frau auch abgearbeitet. So, Mentor, kannst du gleich so einen coolen Helikopter fliegen? So einen coolen Militärhelikopter? Welchen meinst du denn? Welchen Militärhelikopter? Ich weiß jetzt gar nicht genau, welchen er da meint. Aber okay. Das Ding ist, ich muss ja gleich auch noch aufnehmen, weil für morgen brauche ich ja auch noch Videos. Dementsprechend werde ich den Stream jetzt auch irgendwann beenden. Einfach weil die Zeit zum Aufnehmen ja noch da sein muss. Und wir haben jetzt schon gleich 23 Uhr. Ich stream schon eine Stunde länger, als ich eigentlich wollte. So. Wie alt bist du, Mentor? Ich bin 21 Jahre alt. Jungspund. Also alles gut. Ich
Möchte abgelassen werden, um deinen coolen Militärhelikopter fliegen zu können? Das war gerade geil. Was ist los? Ich stehe am Marktplatz, kaufe mir gerade Zeugs. Auf einmal kommt einer: Hallo, wollen Sie? Ich frag Sie doch lieber nicht. Ich frag Sie doch lieber nicht. So. Ja, sehr geil. Ich fühle mich hier immer richtig wohl in der Polizeibase. Da fühlt man sich richtig sicher. Meins leckt's auch nicht mehr, ne? Was ist ironisch? Ja, es geht. Dedos ist zwar immer noch, weil er rechts immer noch das Ding auf Poll opt, aber. Es sind jetzt ein paar weniger Spieler drauf. Beziehungsweise insgesamt, glaube ich. Oh, nö, ich komme nicht drauf, so eine Kacke. 15 weniger. Nee, du kannst ja nur 44 Leute kommen drauf, soweit ich jetzt weiß. So, oder? Und daher, dass ihr mich jetzt gefragt habt, wie alt ich bin, bin ich jetzt mal ganz böse und frag mal alle von euch, wie alt ihr denn seid. Schreibt mal euer Alter in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wie jetzt hier die Altersspannweite ist von den Zuschauern. Oh, stell mir vor, einer 80. Und, ja. Einer ist 81, das wär's ja echt. Ich dachte, Mentor ist ein Kiddie. What the fuck? Hör ich mich so an? Ja. Also, ich hab dich älter geschätzt. Naja, dann hätte er keinen kleinen Bruder. Oh, guck mal, die meisten sind 14 bis 17, 22, 23. Also alles zwischen. Oh, 45, was zum Teufel? 89, das ist gut. 67 ist auch alt. 35. Ja. Also alles bis über 30, glaube ich noch, aber das. So, die, also meisten 40, sind, damit die meisten sind zwischen 12 und 18. Aktuell. Ja, oh, die ganz viele sind 14. Ja, da habt ihr ADAC elegant. Extremst viele sind 14. 14, 14, 14, 14, 14. Wow, ganz schön viele. Ja, mein Bruder ist sogar auch da. Hallo, Fabian. Ich hab's gerade durch Zufall gelesen, weil hier so viele schreiben. Dann irgendwie ist mir Fabinator um die Ohren geflogen. Fabinator ist mein Bruder. Ach, der Moderator bei dir am Morgen. Also schöne Grüße an meinen kleinen Bruder zu Hause, der gerade auch den Livestream scheinbar schaut. Naja, dann wahrscheinlich will der dir nichts verpassen bei dir. Warum will der nichts verpassen? Der will nichts verpassen. Ach, der dir. Will nichts verpassen. Ja. Wie viele Zuschauer sind denn gerade noch da? Schreibt's mal in die Kommentare. Müssten ja noch über 500 sein wahrscheinlich. 416. Nein, das stimmt nicht. Die Zahl, die aktualisiert sich gleich wieder. Waren ja vorhin auch über 500. Wieso sollten es jetzt plötzlich 400 sein? Das ergibt gar keinen Sinn. Gerade Twitch, nicht mich? Ja, Twitch spinnt eh manchmal rum. So, wow, ganz schön viele. Und der Currywurst war gleich genervt, als er meinen Namen gehört hat. Okay. Naja, also ich habe an sich nichts gegen Currywurst, außer dass wir damals viel zusammen gemacht haben und dann plötzlich nicht mehr. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Also wir haben was gemacht und dann war plötzlich Ende im Gelände. Dann kann man ihn anschreiben und er antwortet nicht mehr. Aber da bin ich deswegen ja nicht böse auf ihn, hat einfach keine Zeit, wo gut ist. Das Problem ist einfach, man kann nicht immer alles glauben, was die Leute schreiben. Na, das stimmt. Ja. Ah! Ich hab ne Frage. Alter, hab ich mich erschrocken. Ob jemand Bock hat, auf das Roleplay einzugehen von der Katie? Boah, ich hab mich übelst erschrocken gerade. Wo denn? 1 Euro von Mentorisierend. Dankeschön. Ich möchte irgendwas mit einem Wildunfall bei den Koordinaten 141, 160. Wenn die Hand rausholen darf, immer. So. Aber warte, wo ist das überhaupt? Ich fliege dahin. 420 Zuschauer, wetten, das ändert sich nicht wieder. Fabinator macht dir einen YouTube-Channel. Nein, das ist mein kleiner Bruder, der ist 13. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dass er sich schon einen YouTube-Channel macht. Weil, YouTube sollte man erst ab einem bestimmten Alter machen und. Ach, du hast noch einen kleinen Bruder? Ich habe zwei kleine Brüder. Der eine ist 18 und der andere ist 13. Wieso? Jetzt erzähl mal, was sie so von dir halten. Doch nur also der jetzt sind es wieder 496 Zuschauer. Das ist ja echt merkwürdig. Also ich will ja nicht sagen, aber der eine ist ja nicht so klein. Boah, Alter, jetzt labern die hier rum, wie so behindert. Ganz billig. Mentor ist wie Toto. Wer ist Toto? Toto und Harik, kommst du? 500 Zuschauer jetzt genau. Wohin denn? Ah, so. Mentor sind mentorisierend auch falsch geschrieben. Ich flieg aber, ne? Ja, ich flieg. Toto ist ein. Kannst du nicht fliegen? Der bei Kabel 1 auftritt. Ah, okay. Sagt wer? Sag ich. Warte. Wer will noch alles mitfliegen zu dieser Katie Max? Wo sind denn die Koordinaten? Mach hier mal bitte einen guten Channel. Der Dennis sagt schöne Grüße anscheinend an dich. Ja, das ist nett. Dann schöne Grüße zurück und wie gesagt, irgendwo bei dem Flughafen, wenn ich das glaube. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und macht richtig Party, ja? Also, sowohl an Kevin, also der Currywurst, und an Dennis Mafuyu. Lasst die Sau raus, feiert Silvester und. 141, 166. Das werde ich auch machen. Jetzt sind es auf einmal wieder 120 Leute, die was dir zuschauen. 420, ja, das spackt rum. Also ist meistens die höhere Zahl richtig. Das hat mir damals aus dem Twitch-Moderator gesagt. Go-Kart-Shop.
Wurde hier gerade auch angewhispert, ja. Auf dem TS. Rokat, so. Schrollen. Immer cool. Doopi 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 doo. Doopi doo. Wer will fahren? Ich will irgendwo noch hinfahren. Fahrt mich einfach mal rum. Ja, wir wollten gerade eigentlich zu dieser Katie bis zum RP machen. Wenn du nochmal zurückfliegst, dann können wir dich mitnehmen. Flieg nochmal zurück, bitte. Dann nehm ich mit, ich will das RP mitbekommen. Ich wollte gerade sagen, und ich möchte fliegen. Wo ist denn das? Links hier, am Flughafen. Aber wie ist diese Waffe? Ah, danke schön. Wir finden.